Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Oh, ich sehe, es wird draußen stürmisch. Ach so, wir könnten noch mal kurz einen Trank holen, fällt mir gerade auf. Da war ja noch was. Dafür haben wir nicht genug Raunen. Das heißt, das können wir erstmal nicht machen. So, es ist stürmisch, aber es hat nicht geregnet. Ach so, die können wir einsammeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was war das gerade für ein Geräusch? Kam das immer, wenn ich was wieder... Ach so. Ach, ich habe zwei. Granatapfel. Ach, den habe ich auch geholt. Das ist doof. Das ist wirklich, wirklich, wirklich doof. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Zitronen. Ich mache mal, da die so lange brauchen, also 15 Tage, mache ich mal Zitronenbäumchen rein. Und hier mache ich mal den anderen rein, den Granatapfelbaum. So, was ist mit dir? Du siehst ganz gut aus. Noch 7 Tage. Okay, schade. Aber, oh. Der Hopfen oder was das ist, der sieht auch schon richtig gut aus. Ich schätze, den kann man auch bald einsammeln. Okay, Zuckerrohr kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal einsammeln. Das ist gut. Dann mache ich hier nochmal neue Wolle rein. Ich verstehe nur nicht, die Erde ist immer noch nass. Keine Ahnung, warum. Nein, du solltest nur von der anderen Seite mal gucken. 30 Minuten, na gut, dann werden wir erstmal Kitty ein bisschen streicheln. Oh, who's a good kitty? Bekommen noch mal ein bisschen magisches Katzenfell, was ich bisher immer noch nicht weiß, wo wir das Ganze überhaupt verwenden sollen. So, meine süße Flügelspiel. Du bekommst leckeres Futter. Ich würde auch sagen, dass wir bald noch mal ein neues holen. Ach so, Moment. Ich habe dich gar nicht gestreichelt, oder? Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, natürlich kriegst du auch deine täglichen Streicheleinheiten, damit du, ich wollte gerade sagen, damit du gut Milch gibst. Ich meine natürlich, damit du gut Eier legst und so. Du natürlich auch, leckeres Biofutter, was anderes kommt mir ja nicht in die Tüte. So. Aber wir müssten wirklich nochmal ein neues Küken holen. Hallo, Nugget. Du bist ganz schön groß geworden. Nugget, nicht Butterblumen, entschuldige. Du bist richtig groß geworden. So, jetzt warte ich noch kurz. Na, so. Ich weiß ja nicht, wie schön das aussieht. Die ist richtig, richtig groß geworden. Das ist heftig. Okay. Ja, cool. Aber ist es hier draußen irgendwie zu windig, habe ich das Gefühl. Die ist direkt wieder reingegangen. So, dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen Nachschub. Davon brauchen wir dann ja nicht mehr ganz so viel, wenn wir endlich das geschafft haben, genug Erde zu sammeln, um das unten auszubauen. Ich hätte das wirklich als eins der ersten Sachen machen sollen. Bin ich ganz ehrlich, weil, ja, gut, so im Nachhinein, so viel, wie wir jetzt auch schon mit den Sachen gearbeitet haben, von wegen Anpflanzen und Ernten und so weiter. Und dann hätte ich auch, ja, im Endeffekt mehr machen können für Honig. Ich meine, wir haben ja schon zwei für Honig. Was ist denn eigentlich mit dem Honig? Oh, der ist fast die Hälfte nur. Ist das euer Ernst? So. Nein, du nicht. Sondern das, wo ich draufstehe. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie viel... 41, das heißt 9, ja, nee, eigentlich nicht 9, sondern 5 Tage brauchen wir dann noch. Nee, Kitty haben wir ja gerade schon. Dann gehen wir jetzt nochmal oben gucken. Da sehe ich gerade einen Fisch. Den angeln wir uns natürlich. Das dicke Ding da hinten, das angeln wir uns hier raus. Aber es geht erst der Kleine dran. Natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Oh yeah. So, sehr schön. Hier oben ist nichts mehr. Übrigens, der Temposchub hält nur noch einen Tag an, habe ich vorhin gelesen.
Ist aber nicht schlimm, wir haben ja einen neuen hergestellt. Ich finde das nur einfach so geil, dass das überhaupt möglich ist. I found something. A recipe. Ein Rezept für Gulupsi, für Kohlrouladen auf jeden Fall. Die sehen irgendwie ziemlich eklig aus, ehrlich gesagt. Ich würde die nicht essen wollen, aber ich mag sowieso keine Kohlrouladen. Das ist... Ach. Die sehen halt eben schon so komisch aus und irgendwie tot aus, keine Ahnung. Habe ich jetzt unten nicht drauf geachtet, weil unten war doch auch ein Busch. Da sind wir direkt dran vorbeigelaufen anscheinend. Wir können wieder Brombeerchen holen. Ach, hier oben ist auch ein Teich. Aber das sind gerade... Doch, das sind doch Fische. Aber ganz kleine. Okay. Ah, jetzt ist die Meteorologin wieder nicht da. Ich glaube, die geht auch erst um 10 Uhr oder so, ne? Nee, 9 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags geschlossen. Ja, natürlich. Warum sollte man 3 Tage die Woche nicht auch Ferien machen? Alles gut. Würde ich mir wünschen, dass sowas auch in der Schule gehen würde, aber nein. Naja. Hier unten, meine ich, ist der Busch, den wir übersehen haben, oder? Nee, der war nicht hier. Ist hier denn noch irgendwas? Nö. Wo ist denn der Busch, den ich übersehen habe? Busch, wo bist du? Hier ist noch einer. Haben wir jetzt oben 2 gehabt? Weil das waren ja insgesamt 3. Oder bin ich jetzt ein bisschen neben mir gerade? Is it a... It is a recipe. Ein Rezept für... Ach du Schande. Syrniki. Russischer Quarkpfannkuchen. Okay. Hört sich für mich nicht so lecker an, weil ich keinen Quark mag. Aber Pfannkuchen ist auf jeden Fall lecker. Hm, I found something. A recipe. Heute ist Rezepttag. Das dritte Rezept, Erdnusskonfekt. Sehr cool. Wir lernen immer mehr. Ich lerne nur nicht, wo die Büsche sind irgendwie. Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das jetzt... Oh, da ist schon wieder ein großer. Echt jetzt? Ja, den nehmen wir doch mit. Weil wir brauchen ja ganz, ganz viel Geld, wenn wir alles so realisieren wollen, was wir machen möchten. Klar, ich brauche natürlich auch Holz. Das muss ich dann zwischendurch nochmal holen. Und Erze brauche ich dann wahrscheinlich auch nochmal. Jetzt geht der Kleine wieder ran. Ich habe es gewusst. So wie die geschwommen sind, konnte nur der Kleine jetzt rangehen. Aber beim dritten Versuch geht jetzt der Große ran. Ja. Als ob ich selber der Wahrsager bin. Vielleicht ist er ja mein Opa oder so. Vielleicht sind das ja meine Gene. Das kann natürlich sein. So, nichtsdestotrotz. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz angeln, weil hier nämlich auch gerade noch ein großer Fisch drin ist. Den wir aber nicht angeln, weil mal wieder ein Rezept unvorhergesehen auftaucht. Ich mag euch nicht, Entwickler. Ich mag euch wirklich nicht. Beim Buddeln kann das von mir aus jedes Mal rauskommen, aber doch nicht beim Angeln. Dann hat man immer die Qual der Wahl zwischen dem Fisch, den man braucht, und das Rezept, was man haben möchte. Hang on. This isn't a fish. It's some kind of recipe. Ein Frischkäse-Bagel. Ja. Unnötig zu erwähnen, dass ich auch keine Bagels mag, oder? Ah, sie ist da. Wo warst du denn gestern? Hä? Which of the Fae was the first to live in Ravenwood Hollow? My great 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 grandparents were fiddling with whirligig bits when Perry and Ariel came along. Oh, I hope my nephews will move back to continue the Grimmspark tradition. Okay. Was ich schade finde, dass man hier nicht irgendwie mit den Sachen interagieren kann. Also er hat anscheinend frei, sie nicht. Da können wir mal eben hoch. Dann müsste er eigentlich wieder bei mir sein, ne? Dab, 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 dab. Do you ever feel the wellspring becoming unbalanced, Witchling? I don't think so. How would I feel that? I suppose Fae have sharper senses. In any case, the wellspring is increasingly unpredictable. Someday soon, you may have to enter the gloaming. Ach nee, bei ihr wollte ich ja nichts kaufen. Wobei ich gerne Sachen verkaufen würde, aber
Ich schätze, das ist eher so Wunschdenken, weil die hat, glaube ich, sehr teure Sachen nur drin, die man dann verkaufen kann. Aww. So what is this little guy? Some sort of butterfly? Caterpillar? No. It's a spinner. They're responsible for all the webs in the... where they're from. Does he have a name? I'm sure she does in her tongue. But I wouldn't presume to give her another. Okay. Ach so, wir können mal ganz kurz gucken. Er hat ja gesagt, genau, seine Haare. Das ist für einen Trank gewesen. Ja gut, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass das nicht so teuer ist. Ich meine, 30 geht ja noch. Ich gucke trotzdem mal kurz hier unten. Nee, Wesley ist nicht hier. Ich denke mal tatsächlich, wenn er nicht hier ist, dass er irgendwo in meiner Welt dann ist. Wobei das ja auch irgendwie meine Welt ist. So, wir sind noch gar nicht rumgelaufen, ne? Kann das sein? Hier ist nämlich noch Unkraut. Haben wir hier noch irgendwas oder habe ich das einfach nur übersehen? Ich bin doch rumgelaufen, oder? Ich habe wahrscheinlich das Unkraut tatsächlich einfach nur übersehen. Aber ich gucke vorsichtshalber trotzdem noch mal kurz nach. Ne, hier ist eigentlich alles. Ich kam doch bei der Kuh raus und dann... Oh, Thomas habe ich noch nicht Hallo gesagt. Ach so, der ist unten bei Thomas. So langsam nach, weiß ich nicht, fast 50 Folgen sollte ich das eigentlich wissen. Thomas, da. Ich wollte gerade sagen, da bewegt sich was. Ich weiß jetzt auch, wie mein Bäubchen macht, Thomas. Bist du stolz auf mich? Everyone goes on about how wise Shelby is. But his life story is what really interests me. He's told you about his life before Fairhaven? All the time. You just have to ask him the right questions. Er hatte nur die Wolle. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal... Oh, ein guter Freund. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, können wir jetzt hier seine Post nachgucken oder was? So, können wir jetzt endlich mal mit dir sprechen wegen der Kuh. That medicine you gave me worked a miracle. Mona Lisa is back in action. Just look at this fresh milk. Mona Lisa. Oh, and here. You should have this for your trouble too. Happy to help. Ja, bei 250 und sogar noch Milch, da helfe ich auf jeden Fall immer gerne. Your animals are adorable. Mm-hmm. The good book says, while it is important to build a healthy working relationship with your animals, you should not become overly attached to meat animals. The good book says that? My handbook from my course, Ranch Dressing, How to Look and Act the Part. It's a really good book. Okay. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen. Moment, Hühnerfutter, da kaufen wir noch mal... Normalerweise würde ich sagen, wir kaufen 16. Weil ich möchte ja eigentlich noch ein Hühnchen holen. Und hier können wir nochmal 3 dazu holen. Ich weiß nicht, ob ich einen Huhn oder eine Kuh... Achso, ich wollte ja auch ein Schaf holen. Ja. Dann brauche ich die Wolle nämlich gar nicht anzupflanzen. Oh, das machen wir jetzt erstmal. Ja, ja, ja. Oh, ist das geil. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Wieso ist das schwarz? Keine Ahnung, aber die hat so süße Augen. Ich muss da... Guck mich nochmal an. Schneeflocke. Ja, ist irgendwie ein schwarzes Schaf, aber Schneeflocke ist doch ganz schön. Snowflake. Oh, a fine name. Suitable for any lady. Ja, ne? Aber das finde ich auch. Hallo. Das ist dein neues Zuhause. Hier hast du erstmal ein bisschen Futter. Da will ich dich lieb haben. Oh. Was läufst du hier mal raus und rein? Bist du irgendwie eifersüchtig? Ha? Ha? Nimm die mal unter deine Fittiche. Die soll schön groß und stark werden. Oh, ist das schön. Da oben ist schon wieder ein neuer Fisch. Das ist nicht so schön. Den müssen wir mitnehmen. Weil wir haben... Oh, wir haben jetzt nämlich ganz viel Geld ausgegeben. Und jetzt müssen wir wieder neues Geld beschaffen. Damit wir dann wieder ganz viel Geld ausgeben können. Ich brauche auf jeden Fall Tiere. Also, abgesehen davon, dass ich mich ja quasi so seit, ja, vielleicht nicht der ersten, ja doch, seit der ersten Folge, glaube ich, wo ich hier rumgelaufen bin und dann diese kaputte Ranch quasi gesehen habe. Seitdem habe ich mich ja schon total darauf gefreut, dass ich hier Tiere züchten kann. Da ist nichts. Hier oben können wir nochmal. Ja, wunderbar.
Können wir wieder neue Beeren pflücken. Sehr schön. Blaubeeren ade. Ihr kommt jetzt alle zu mir. So, perfekt. Dann gucken wir nochmal ganz schnell am Strand. Und ich befürchte, dass wir auch nochmal angeln werden. Es tut mir wirklich leid. Da sind nur kleine Fischchen drin. Da ist ein großer. Oh, da müssen wir auf jeden Fall hin. Und hier ist auch nochmal ein großer. Gehen wir erstmal unten kurz hin. Es könnte ja immer auch mal ein Tintenfisch oder so wieder sein, ne? Wobei, die Tinte habe ich jetzt schon festgestellt, dass ich die ja jetzt doch nicht über den Tintenfisch mache, was ich immer gedacht hatte. Sondern über irgendwelche Kohle oder sowas, glaube ich, ne? Ein Schrimp. Okay, es war kein Tintenfisch. Aber ist nicht schlimm. Damit kann man auch sehr leckere Fischstäbchen machen. Gab es übrigens gestern auch bei uns zu essen. Oh, ja. Yeah. Da gab es aber einen Tintenfisch. Ja gut, dann will ich nichts gesagt haben. Wobei, wie gesagt, eigentlich bringt mir das ja sowieso nichts mehr. So, oh, ich bin so unheimlich gespannt darauf, wann die... Oh, hi Shelby. Wann die Bäumchen denn endlich mal durch sind. Aha. Most of my loved ones have passed to the next world. I'm not ready to join them yet. But I'm looking forward to the reunion. Ja. Kann ich verstehen. Auch, dass man noch nicht bereit ist. Ich meine, so alt ist er jetzt. Er ist schon alt, aber er ist ja noch nicht so alt, dass er jetzt hier gehen sollte. Ja gut, ihre Oma, ne, Terras Oma, war eigentlich ja auch noch nicht so alt. Aber die hatte ja schon inneren Frieden geschlossen und war dann ja auch froh drüber, dass Terra hier alles übernimmt. Und ja, hat halt wie gesagt den inneren Frieden geschlossen. Das ist natürlich... Es ist schade, wenn die Personen gehen, aber es ist natürlich trotzdem auch irgendwie schön, wenn sie dann auch den Frieden mit sich selber geschlossen haben. Hi, Wesley. Have you gotten an O'Giva yet? I got her talking all about Assam Tea Production. I wish I could invite her to my shop and show her my samovar. Also mir nicht hier, ne? Ich muss hier deine Nummer 1 werden. So, hi Kim. Ugh, on days this hot, all I want to do is sit in an air-conditioned room and watch anime. Ja, ich wollte fast sagen, kannst du doch gerne machen, aber ich wollte dir übrigens noch den Wein geben, fällt mir gerade ein. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt so viel bringt, wenn ich den jetzt... Oh, mit dem Herzchen, das sieht so schön aus. Lass uns eine Flasche Wein zusammen trinken, Wesley. Bitteschön. Oh, I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Ja, gerne, gerne. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das überhaupt irgendwie großartig was bringt, aber... Jetzt habe ich keine Fischstäbchen gemacht, ne? Mist. Natalia nearly cleared me out on butter and veggies. Said she was gonna cook up a snack storm before her next trip down to the mines. So. Für den... Ansturm der Fischstäbchen. Also sie ist nämlich geöffnet. Ja, ich hab's geahnt. Fairhaven's changed so much, but the important parts haven't. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich stehe jetzt auch wirklich auf Kaufen, dass wir nochmal 5 neue kaufen, damit wir wieder glatt sind. Ich hoffe, dass sie jetzt gerade nicht... Er geht gerade zur Arbeit, okay. Ich hoffe, dass sie jetzt gerade nicht Mittagspause machen will oder so. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich spreche dich nochmal kurz an. You'd think working with teeny tiny jewels would translate to Frances having some precision in the kitchen, but it doesn't. Don't get me wrong, my boo can cook, but there's a 50-50 chance of him getting injured. Signature dishes or might need stitches. There's no in between. Ja, das haben wir von ihm schon öfter gehört. Lockerer Freund, okay. Und auch leider von der Ärztin schon öfter gehört. Was wollte ich denn jetzt? Achso, die Fischstäbchen, genau. Gucken wir mal eben. Zucker könnten wir auch noch machen, ne? Ich denke mal nicht, dass wir Bambus brauchen, oder? Ich weiß nicht. Ich mache nochmal 5 Zucker erstmal, so. Dann schon mal Fischstäbchen.
So, das waren zwei. So, mehr können wir nicht machen. Jetzt haben wir 13. Dann rennen wir mal ganz schnell wieder zurück. Im wahrsten Sinne des Wortes. Müssen wir morgen halt wieder 9 nehmen. Beziehungsweise, ja, die können wir auch noch mal kurz... Haben wir das schon mal abgehandelt? I believe in making my own luck. But I'm not opposed to doing anything that might help. If you got any suggestions, let me know. Ja, was denn? Ich denke, du willst hier mit unserem Kapellenmeister was anfangen. Dann kümmere dich doch auch darum. Sometimes I feel like I can hear my dad singing. What does it sound like? I don't know. Like a lullaby, I guess. Hoffentlich nicht das Lullaby, also hier das, das Schlaflied von Dead by Daylight. Das wäre schlecht, wenn sie das hören würde, glaube ich. So, wir haben... Nein, nein, keine Erdbeersamen. Ich wollte da runter. So, zwei, die wir jetzt nochmal eben nachkaufen. Damit das nochmal... Obwohl, naja. Oder? Komm mal her. Nein, nicht verkaufen. Mann, was mache ich denn hier die ganze Zeit? So, dann haben wir wieder 20. Dann wissen wir wenigstens, da können wir 2000 draus machen. Glatt und... So, oh, jetzt sitzen sie alle hier. Oh Gott, Moment, ich rede erstmal mit dir. Nein. Oh, it is so hot. Everyone is ordering apple pie a la mode without the pie. Ohne den Kuchen, ja, das ist geil. So, dann verkaufen wir jetzt mal die Fischstäbchen. Zack. Jetzt haben wir wieder ein gutes Einkommen. Mit dir habe ich heute noch nicht geredet, ne? Nee. Damon, do you ever get out in nature at all? Nah, it's too hot. And the only flies I like are barflies. Ach, ich dachte gerade, da will einer rausrennen. Okay. Almost time to put on my thicker wetsuits. And the thicker a wetsuit is, the more you have to do a crazy chicken dance to get your legs out. Das habe ich mir gerade bildlich vorgestellt. Okay, danke dafür. Du rennst mir immer weg. Alice texted me a while ago. I was surprised to see her name pop up, but it didn't twinge the way I thought it would. Ach komisch, die läuft dann immer hier so rum, setzt sich dann einfach zu den Leuten und geht wieder. Sometimes when I'm not working in the center, I like to walk around town. You never know when you'll find a lost sheep in need of a helping hand. Mhm, ich hoffe, der meint damit nicht, dass er mein Schaf stehlen will. Nein, ist schon klar, wer das gemeint hat. Bruno's been stopping by the clinic a lot more often. I can sense his loneliness, so I take my time during his appointments. Mhm. Aber der ist ein bisschen zu alt für dich, ne? Amira hieß sie, glaube ich. Nee, da brauchen wir nicht mehr zu gucken. Oben müssen wir auf jeden Fall noch mal gucken. Da würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt erstmal kurz hier ganz rechts in den Wald gehen. Ob wir den Teil dann auch schon mal durch haben. Und... Habe ich da jetzt gerade was... Ne, da oben ist noch was, genau. Oh, nein, das ist gemein. Das ist ganz gemein, was ihr hier macht. Mir ist egal, welche von den großen... Bei der Schmale. Mir ist es egal. Oh! Got one! Ein Karpfen. Ich weiß auch gar nicht. Ich denke mal, ein paar Fische gibt es immer noch, die wir noch nicht gefunden haben durch das Angeln. So, Moment, mit dir haben wir jetzt schon gesprochen. Auf dem Weg hierhin. Shelby ist auch nicht da. Ja. Dann müssen wir quasi wieder zurück. Dann können wir aber auf jeden Fall die Leute direkt schon mal ansprechen, die hier vorne sind. Dich nicht, dich hatten wir schon. Messenger Connor is a really humble guy. And he gave me a 2-for-1 package on seminars. I'll be reaching the pinnacle in no time. Ach, das Heufeld war das, genau. Da brauche ich dann auch noch mal... Oh.
Scheunentiere müssen nicht länger mit Heu gefüttert werden. Das wäre natürlich schon geil, aber ich habe ja jetzt nicht die ganze Zeit auf die Beete gespart, damit, ne? Ich möchte erst die Beete haben und dann auf jeden Fall nochmal mehr von diesen Dingern machen, damit ich dann schneller die Erde auch bekomme. 2000, naja gut, das wäre noch das kleinere Problem. Aber das ist nur für die Scheunentiere. Das heißt, theoretisch hier könnten wir vielleicht was bekommen. Obwohl, das Hühnerfutter, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal festgestellt haben. Können wir das auch aus Weizen machen vielleicht? Ja, der war schnell. I hope Mommy remembers to bring Peppermint home from the store. She said it's a natural way to keep spiders away. And I want them far away. Spiders give me the heebie-jeebies. Mhm. Dich hatten wir auch noch nicht. Oh, da unten kam noch einer. You came here from the city? That's where I'm going the minute I turn 18. I can't wait. Städte habe ich immer gehasst. I'm gonna need to get a second piggy bank. All my savings don't fit in my first one anymore. Pass auf, dann gibst du mir dein Geld, dann hast du das Problem nicht mehr, dass das dann überquillt. Und dann brauchst du auch kein neues mehr zu holen. Deep in thought, Vanessa. What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes. I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? So, dann bei ihr können wir noch. Unfortunately, Angus, my local supplier is all out of peonies right now. I could get them from the hothouse importer, but they'll be really expensive. What about roses? Oh no, Francis only wants peonies for the ceremony. I prefer roses, to be honest. They smell good, but Francis will find them too pedestrian. What do you think, Tara? Nimm Wildblumen. Ja, das wäre nicht schlecht. Also nimm Rosen. Wenn er sagt, die sind zu gewöhnlich, wobei das ja, Pfingstrosen sind doch auch Rosen, oder nicht? Also ich würde sagen, nimm Wildblumen. What about wildflowers? They would be the cheapest option, and they're definitely not typical. Oh, I love it! A local, authentic touch. Francis can't argue with that. Okay, I'll get you an estimate soon. It's going to look so romantic. Yay! I'm getting so excited. I just can't wait to get married already. Thanks for your input, Tara. Na, wir sind gute Freunde jetzt. Sehr cool. I'd love to have Amira model one of my designs. She's got the best taste on the island. After me. Ja, deine Design... Ich wollte überhaupt... Nein, guck mal ein Stück nach links. So, ja, genau. Ich wollte dich mich auch mal als Vorlage zum Zeichnen nehmen. So, bei ihm müssen wir noch rein. My wife Vanessa is an amazing teacher and First Lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Irgendwie scheint er nur noch das Gleiche sagen zu können. Hallo. Your jewelry is all so beautiful, Francis. Thanks. I wish I could work on more complex pieces, but I don't have the materials. Well, what would you need for that? Oh, better quality metals, finer jewels, but it's hard to source things. Das ist richtig. Beziehungsweise, ja, schwer ist relativ, aber haben wir jetzt heute schon mit ihr? Doch, wir haben schon mit ihr gesprochen, oder? Bin mir ziemlich sicher. Ja, 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 doch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal offline ein bisschen hier rumlaufe und noch mal ein bisschen, ja, ich denke, angel. Ich weiß nicht, ob an den Stellen hier noch mal neue Fische rankommen. Und wir uns dann gleich wiedersehen, wenn ich mich auf ins Bettchen mache. Bis gleich. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.